Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, dein Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und natürlich auch ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart. Ich begrüße dich ganz, ganz recht herzlich, wenn du wieder hier dabei bist bei diesen spannenden Themen rund um das Thema Mentaltraining, Stresskompensation, Entspannung, Ernährung und Bewegung. Den Bausteinen, die dir helfen, wieder dein volles Potenzial zu reaktivieren oder in deinem vollen Potenzial bleiben zu können. Ich habe Sport und Ernährung studiert, viele Ausbildungen gemacht im mentalen Bereich, in der Stresskompensation und ich gebe dir in diesem Podcast meine Best-ofs der Erfahrung der letzten 20 Jahre wieder, damit dein Leben noch schöner wird und damit du ganz viel Lebenskraft aufbauen kannst oder, wenn du schon davon ganz viel hast, ganz ordentlich erhalten kannst. Freue dich heute auf ein spannendes Thema, denn es geht heute um das Thema, Achtung, wie kannst du in der Weihnachtszeit, also in der Zeit, wo jetzt die ganzen Feiertage kommen, gesund, fit, vital und schlank bleiben. Und wenn du heute zum allerersten Mal mit dabei bist, dann freue ich mich auch ganz besonders auf dich. Und wie ich es eben im Intro schon gesagt habe, diese Themen werden dir helfen, wieder in deine Lebenskraft zu kommen oder eben diese auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Ja, dieses Thema Weihnachten, ja, das ist ja so ein Thema, was für den einen extrem positiv besetzt ist und für den anderen, naja, ich will mal so sagen, negativ besetzt ist. Und neben diesem Faktor, dass sich unfassbar viele Menschen ja ganz schön unter Druck setzen, beginnt ja jetzt auch so ein bisschen das Food Festival, ne? Also so nach dem Motto, hurra, ich kann entschuldigt mir alles zwischen die Kiemen schieben, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist. Und wenn ich mir dann so zeitweise anschaue, dass das schon im Oktober losgeht mit diesem Food Festival, und zwar schon Mitte Oktober, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ist doch schon faszinierend. Da sind die Regale voll mit Spekulatius und Lebkuchen und all den ganzen Geschichten. Und ja, da wird etwas in uns getriggert und was da getriggert wird, ist vom Allerfeinsten, nämlich das Unterbewusstsein. Und wenn du meinen Podcast ja schon ein paar Mal gehört hast, was ich natürlich hoffe, dann weißt du ja, dass dein Unterbewusstsein 97%, wenn nicht sogar, manchmal bin ich mir nicht sicher, ob es nicht noch ein bisschen mehr ist, wobei 97% ist ja schon eine ganze Menge. Ja, das wird alles von unseren Programmierungen und von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und wenn du eine, ich sag jetzt mal, einigermaßen schöne Kindheit hattest, ja, und dann, ja, manchmal hast du auch keine schöne Kindheit gehabt und dann ist es trotzdem positiv oder bei den meisten Menschen positiv besetzt, dieses Thema Weihnachten und Feiertage. Denn mit Süßigkeiten und mit diesem Thema Völlerei und mit diesem Thema, wow, jetzt kann ich alles essen und jetzt gibt es diese Süßigkeiten und draußen wird es ein bisschen kälter und da macht man es sich gemütlich, werden ja zu Recht positive Dinge, zumindest bei den meisten, stimuliert. Bei mir war das im Endeffekt auch so. Und bevor ich angefangen habe, meine ganze Ernährung umzustellen, bevor ich angefangen habe, mich noch mehr mit all diesen Themen auseinanderzusetzen, dann war das, als hätte bei mir jemand so ein Knöpfchen gedrückt. So, hurra, jetzt ist endlich die Feiertagszeit angebrochen und hurra, jetzt kann man das ja einfach tun. Und wie du das weißt oder wenn du es noch nicht weißt, dann erkläre ich dir das gerne nochmal. Alles, was über dein Unterbewusstsein getriggert wird, also wie so ein Knöpfchen angestellt wird, läuft dann vollautomatisch ab. Achtung, vorausgesetzt, du bist eben nicht bewusst. Und dann läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn dann draußen die Lichterchen angehen und du gehst auf den Weihnachtsmarkt. Und schwuppdiwupp versiehst du dich nicht richtig, beziehungsweise schwuppdiwupp ist es dann, naja, Februar beziehungsweise Januar und du steigst auf die Waage oder du vermisst dich, weil Waage ist ja sowieso immer nur relativ. Die Waage gibt dir nur dein Gewicht wieder, nicht deine Zusammensetzung. Und da als kleine Anekdote, 1 Kilogramm Marmorkuchen sieht anders aus wie 1 Kilogramm Sahnetorte. Ne? Beides wiegt genauso viel. Das eine ist ein bisschen schwammiger, luftiger und vor allen Dingen ein bisschen fetter. Und das andere ist ein Marmorkuchen, der wiegt genauso viel, aber sieht eben komplett anders aus. Also die Frage ist dann, du stellst dich auf die Waage oder vermisst dich und stellst fest, hurra,
Es ist mal wieder soweit und du hast ein paar Kilo zugenommen. Und wenn du das vermeiden möchtest, wenn du sagst, meine Güte, jetzt warst du so konsequent das ganze Jahr über oder du spürst so eine innere Unzufriedenheit jedes Jahr im Januar und denkst dir, Mann, oh Mann, jetzt habe ich da wieder irgendwie mir das Spekulatius-Gold auf meinen Bauch oder auf die Hüften gepackt und die ganzen kleinen Süßigkeiten, die sind da irgendwo versteckt und eigentlich willst du das doch gar nicht und irgendwie läuft das so vollautomatisch ab, ohne dass du irgendetwas tun kannst, dann habe ich dir heute ganz viele tolle Tipps und wertvolle Tricks mitgebracht, damit du ja im Januar auf die Waage steigst oder dich vermisst oder mit einem Maßband einfach schaust, wo ist es denn ein bisschen mehr geworden, was ich dir übrigens mehr empfehle, als auf die Waage zu gehen. Und wenn du das eben mit Freude machen möchtest und möchtest eben nicht zunehmen, dann habe ich, wie gesagt, heute diese Tipps für dich. Und der erste Schritt, den du für dich mal überprüfen darfst, ist, bist du denn jemand, der da eine positive Affirmation hat zum Thema Weihnachten oder gönnst du dir im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur diesen Exit, also dieses Türchen, was da aufgeht, um zu sagen, hurra, jetzt darf ich das denn machen. Denn hinter dem, ich darf das jetzt machen, bedeutet auch, dass du ganz bewusst diese Ausrede, und da sind wir jetzt schon bei dem ersten ganz wichtigen Instrument, dass du diese Ausrede, naja, zulässt in deinem Unterbewusstsein zu sagen, jetzt ist es soweit, alle anderen machen das ja auch, jetzt darf ich das eben auch tun. Du darfst das natürlich und du bist ja in der Hinsicht auch, wenn du bewusst bist, ausgestattet mit dem freien Willen. Nur die Frage ist, ob du mit dem Ergebnis auch so zufrieden bist. Und zu Beginn dieses Podcasts, wenn du damit zufrieden bist und du nutzt diese Weihnachtsfeiertage oder am Ende vom Jahr irgendwie so diesen Impuls, so innerlich zu sagen, ja, ich lasse jetzt die 7 Grade sein und ich gönne mir das alles. Und das Ergebnis ist dir relativ egal und du machst das, dann mach das. Dann mach es aber mit voller Überzeugung und sei dir aber auch dessen bewusst, dass das nicht gesund ist. Denn in meiner Welt geht es immer darum, in allem die Balance zu finden. Denn alles, was du zu extrem machst, wird auch langfristig gesehen nicht gut für dich sein. Das sind die sogenannten Naturgesetze. Es ist nämlich immer ein Gesetz des Gleichgewichts, was auch durch alles hindurchfließt. Da gibt es ja auch schon ein paar Podcasts dazu. Würde mich freuen, wenn du das vielleicht das ein oder andere nochmal dir anhörst. Dann wird es auch leichter, diese Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Nun, was kannst du jetzt einfach tun, damit du da konsequent bist? Beziehungsweise nicht 100% konsequent bist, sondern dass du es einfach schaffst, wie gesagt, da in deine Balance zu kommen, beziehungsweise durch diese Feiertage zu kommen, in Balance. Ja, das ist schwierig, ne? Bis ich das so ausgedrückt habe. Ja, also der erste Schritt ist Bewusstsein aufbauen. Und dir eben keinen Exit, keine Ausreden zu verschaffen, nur weil es jetzt die Zeit dazu ist. Denn dein Körper hat zwar unterbewusst diese Programmierung, hurra, ist jetzt Weihnachten, aber der Stoffwechsel funktioniert ja immer noch ganz genauso. Beziehungsweise, wenn du dich ordentlich drauf programmierst, dann kann es sogar sein, dass du dann vermehrt zunimmst, weil dein Unterbewusstsein schon weiß, oh, jetzt gibt's ordentlich viel Futter. Und dann kann es natürlich auch sein, dass durch über Jahre hinweg aufgebautes, unbewusstes Mentaltraining aufgrund dieses Food-Festivals, was viele sich dann gönnen, eben dein Körper schon denkt, wunderbar, jetzt baue ich doch gleich ein bisschen mehr körpereigenes Speicherfett auf. Also, wie gesagt, werde dir dessen bewusst. Und einer der Hauptfaktoren, die für ganz viele Menschen ein Problem darstellen, dass sie sich eben auch vergleichen, mit 99% aller Menschen, die eben diese Völlerei betreiben, die so ohne Punkt und Komma sich das dann eben in dieser Zeit gönnen. Und vergleich dich doch einfach mal mit den Menschen, die da in ihrer Balance sind. Und wenn du diese Menschen in deinem Umfeld nicht hast, dann findest du die in sozialen Medien, dann findest du sie aber auch in Foren und du findest sie eben mit Buddies, zum Beispiel auch auf meinen Seminaren übrigens, von Menschen, die sagen, alles klar, ich achte da mehr drauf, auch in dieser Weihnachtszeit. Und wenn du dann dir etwas gönnst, dann ist das so, wie das auch im Jahr sein sollte, eben nicht an 7 Tagen in der Woche immer am Nachmittag, wenn dann eben dein Unterbewusstsein getriggert wird, weil es ja diese Weihnachtszeit ist, sondern du gönnst es dir eben nur an 1 bis 2 Tagen in der Woche. Und dann eben auch nicht wie im vollen Schlaraffenland, so nach dem Motto, oh, jetzt ist die kollektive Völlerei angesagt, jetzt trifft man sich am Wochenende, sondern eben auch in Maßen. Und das Zauberwort besteht eben auch darin, dass dir das Ganze bewusst wird,
dass es eben alle machen und dass das, was alle machen, eben nicht immer unbedingt gesund ist. Ich behaupte sogar, dass das mit das Ungesündeste ist, weil die meisten Menschen machen Dinge, ohne sich das Bewusstsein dazu aufzubauen. Was mache ich denn da überhaupt? Und weißt du, unser Unterbewusstsein hat ja so eine Art Elefantengedächtnis, ja? Also das ist ja so ein bisschen so ein riesengroßes Gedächtnis und das sagt sich, oh Mensch, in deiner Kindheit, das war doch alles so schön und da hat man das Kerzchen angemacht und es war so gemütlich und dann verbindet man so eine tolle, positive Emotion mit all diesen schönen vorweihnachtlichen Tagen. Und das darfst du auch, aber mach dir doch zum Beispiel auch mal einen schönen Weihnachtstee, nimm dir ein gutes Buch, setz dich mal hin, mach dir eine Badewanne voll mit Glück im Sinne von Wasser, nicht mit Spekulatius und Lebkuchen. Eine Badewanne voll wäre aber auch dann ganz schön viel, ne? Sondern gönne dir doch einfach mal diese vorweihnachtliche Zeit auch als Besinnung, mal als Einkehr, wo die Tage ja wirklich ganz kurz sind. Das sind ja die sogenannten Rauhnächte, die dann im Dezember starten. Die sind auch ganz besonders von der Energie her. Da fällt mir gerade ein, könnte ich mal einen Podcast zu machen. Ich glaube, das hat wirklich noch keiner gemacht. Also bestimmt schon, aber könnte ich eigentlich vielleicht mal machen. Und wenn du dann so in der Badewanne liegst oder machst mal einen Spaziergang in der Kälte und schaust einfach mal die Natur an, machst dir mal einen schönen Tee und gönnst dir mal die besinnliche Zeit eben auch mit all diesen Emotionen, aber ohne, dass sofort wieder diese ganzen Süßigkeiten, diese ganzen Kekse und dieses ganze Zeug mit dabei sein muss. Also nichts dagegen einzuwenden, das darfst du alles machen. Aber wie Paracelsus das so schön gesagt hat, die Menge macht ja bekanntlich das Gift. Und weißt du, diese Trigger sind ja überall und du sollst auch nicht manisch sein. Du sollst dir das auch gönnen und genießen. Denn ich muss das nochmal betonen, weil ja viele Menschen immer nur das hören wollen, was sie in dem Moment eben auch hören wollen. Natürlich kannst du das genießen, aber achte darauf, dass du es eben nicht übertreibst. Und ich würde dir empfehlen, dass du das nicht mehr wie 1 bis 2 Mal in der Woche machst, aber dann eben ohne schlechte Gewissen und dann eben etwas, was du dir wirklich gönnst, was dir so richtig viel Spaß macht. Und die nachfolgenden Tipps, die ich dir gerne geben möchte, die sind so unspektakulär, dass du dir vielleicht sagst, naja, also da hättest du auch selbst drauf kommen können. Ja, aber die wenigsten tun es, denn im Winter trinken die meisten Menschen viel zu wenig. Und wenn du eben zu wenig getrunken hast, dann kriegst du eben vermehrt Lust, etwas zu essen. Weil es gibt in deinem Kopf, gibt es so eine kleine, naja, ich will mal sagen, so einen kleinen Knopf, der steuert alles. Das ist ein kleines Teilchen vom limbischen System. Da laufen übrigens die ganzen Emotionen und Gefühle durch. Und dieser kleine Knopf ist der sogenannte Hypothalamus. Und der wiederum, der speichert im Grunde genommen all deine Reaktionen auf dein Leben. Und damit es dir leichter fällt, die passende Biochemie im Grunde genommen auszupacken, wird derjenige schon an alle Drüsen alles weitergeben und wird sich sagen, alles klar, ich habe es kapiert. So reagiert sie, so arbeitet sie, ich sage jetzt mal mit ihren Ressourcen, so geht sie mit sich oder er geht so mit sich um. Und dann werden eben die passenden Hormone ausgeschüttet. Und dieses Knöpfchen in deinem Ohr, der wiederum, der steuert auch, Achtung, wie bei einer Heizung die Temperatur. Das heißt, es gibt einen Regler, den stellt er quasi für sich ein, das ist dieser Hypothalamus. Und der überlegt sich ganz genau, wie viel Energie hast du denn in den letzten Wochen, Monaten so aufgenommen? Und wie viel Energie hast du denn so abgegeben? Und deswegen hängt man eben auch so an seinem Gewicht fest. Und deswegen braucht es eine ganze Zeit lang, um diesen sogenannten Setpoint über den Hypothalamus langfristig gesehen nach unten, also wenn du abnehmen möchtest, oder nach oben zu regulieren, wenn du zunehmen möchtest. Das gibt es nämlich in beiden Varianten. Und weißt du, dieser Hypothalamus, der misst auch die Flüssigkeitsaufnahme. Und jetzt habe ich einen riesen Bogen gespannt. Denn wenn du zu wenig trinkst, das heißt, wenn du zu wenig Wasser zu dir nimmst, auch in den etwas kühleren Tagen, weil das fühlt sich ja dann auch nicht so doll an, jeden Tag 10 Gläser stilles Wasser zu trinken, dann registriert er, eigentlich bräuchten wir mehr Flüssigkeit und dann fängst du an, vermehrt zu essen. Also achte auch darauf, dass du eben gerade in dieser Zeit genügend Wasser trinkst. Und optimal wären es eben, wie ich es gesagt habe, 10 Gläser Wasser. Und zwar still. Ne? Das hört man schon, stilles Wasser, da blubbert nichts mehr.
Und das ist deswegen so gut, weil es basisch ist. Die Kohlensäure, sagt das Wort ja schon, da ist Säure drin, nicht unbedingt so toll. Und vor allen Dingen, gut, der einzige Grund, warum die Kohlensäure ab und zu dir nehmen kannst, ist, wenn du zu wenig Magensäure hast. Und wenn dir die alkalische Phosphatase etwas fehlt, das siehst du immer beim Blutbild, haben übrigens auch ganz viele Blutgruppen Ala. Und keine Angst, ich bin kein Fan von den Blutgruppen, aber es ist in der Tat so, dass die Blutgruppen Ala haben sehr wenig alkalische Phosphatase und die haben ein bisschen weniger Magensäure. Und dann ist es ganz gut ab und zu, wenn man da mal ein Glas kohlensäurehaltiges Wasser trinkt, weil das kurbelt dann auch wiederum die Magensäure an. Aber eben nur in Maßen. 1 bis 2 Gläser reichen dann vollkommen aus. Was aber wichtig ist in dem Zusammenhang mit diesem Knöpfchen und zum Thema, wie kannst du in dieser Weihnachtszeit, in diesen tollen Feiertagen eben auch ja, in deiner Kraft, in deiner Balance bleiben? Dieser Knopf da in deinem Kopf, also dieser Hypothalamus, der diesen Setpoint aufgebaut hat, also so ein Gewicht einprogrammiert hat, der, und das ist das Faszinierende, den kannst du nicht so schnell umprogrammieren. Und wenn ich dann teilweise diese atemberaubenden, gruseligen Berichte lese oder Aussagen von irgendwelchen selbsternannten Fitnesscoaches, die sagen, so, wenn du jetzt einen Spekulatius gegessen hast, musst du 35 Burpees machen, da lache ich mich halb schlapp. Das kannst du gerne mal probieren. Das interessiert deinen Körper überhaupt nicht, weil der rechnet so nicht. Ja? Und das siehst du schon, wenn du 10 Menschen hast und die essen alle die gleiche Menge an Spekulatius. Der eine nimmt zu, der andere nimmt ab und bei dem anderen passiert überhaupt nichts. Das hängt eben mit dem sogenannten Fettstoffwechsel und mit diesem Hypothalamus zusammen. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Wenn du es nicht übertreibst, das heißt, wenn du eben nur 1 bis 2 Mal in der Woche deine Genusstage auch in der Weihnachtszeit eben einbaust, dann passiert da nichts. Und dann kannst du von mir aus auch 5 Spekulatius essen. Und zwar nicht über das Thema Völlerei, sondern eben von mir aus, weil du mal einen Nachmittag dir das gönnst. Aber du wirst nicht zunehmen und du wirst auch nicht abnehmen, weil dein Körper rechnet so nicht. Das ist der sogenannte Setpoint, das ist der Hormonstoffwechsel. Was, glaube ich, immer noch ganz viele Menschen irgendwie da draußen nicht verstanden haben. Und vor allen Dingen kannst du dir auch gerne mal meine Podcasts zum Thema Kalorienmärchen dir mal anhören. Ich kann das immer noch nicht kapieren und nachvollziehen, dass die Menschen das da draußen immer noch nicht verstanden haben, dass der Körper nicht rechnet wie beim Taschenrechner. Okay, jetzt hat er so viel aufgenommen an Kalorien und jetzt hast du so und so viel eben abgebaut, weil du warst ja 5 Stunden irgendwie auf dem Fahrrad und jetzt musst du eigentlich abgenommen haben. Also das ist nicht der Fall, das kann ich dir garantieren. So, aber das Zauberwort liegt darin, es eben nicht zu übertreiben. Genieße es, aber genieße es eben in Maßen und probiere hier deine Balance zu finden. Und wenn du dann direkt nach deiner kleinen Spekulatius-Balance-Orgie auf die Waage gehst, hab keine Angst, denn da sind nämlich viele Kohlenhydrate drin und 1 Gramm Kohlenhydrate speichert 2,15 Gramm Wasser. Deswegen sind die Leute auch ein bisschen aufgeschwemmter danach und hast du kugelrunde dicke Augen, also ich zumindest dann. Und am nächsten Morgen siehst du da nicht so toll aus. Also, das ist also kein körpereigenes Speicherfett, sondern es ist in der Tat einfach gebundenes Wasser. So, und ein nächster Tipp von mir ist, Achtung, jetzt hörst du was du schon ganz oft von mir gehört hast in meinen Podcasts. Lass doch mal Minimum 1 Mal in der Woche dein Abendessen ausfallen. Es ist nicht nur unfassbar heilsam, damit dein Körper sich eben wieder um die Zellreinigung kümmern kann. Es ist auch einfach toll, weil du dann mal wieder mehr Zeit hast für dich. Und vor allen Dingen kannst du dann mal wieder deinen wunderbaren Körper, der Tag aus, Tag ein für dich arbeitet, zur Ruhe kommen lassen. Und das ist wunderbar. Man nennt das Autophagie, Selbstreinigung deines Körpers. Und wenn du dann morgens und mittags gut gegessen hast, gefrühstückt hast, Mittag gegessen hast und lässt dann dein Abendessen einfach mal ausfallen und du isst erst am nächsten Tag vielleicht dein Frühstück wieder um 7 oder 8 Uhr, dann hast du in der Tat deine 18, 19 Stunden Nahrungspause. Und dann schüttest du Wachstumshormone aus, sogenannte Somatropine, Human Growth Hormones und dein Körper wird nicht nur super fit und gesund, sondern du wirst noch schöner, als du ohnehin schon bist. Und das liegt nämlich an der Zellreinigung. Also du siehst, es geht, aber es gibt ein paar klitzekleine Tricks, die du eben
beachten darfst. Und was auch wunderbar funktioniert, und das habe ich auch schon ein paar Mal in meinem Podcast beschrieben, und das habe ich übrigens auch heute Morgen gemacht, ist Kältetraining. Ja, ich war heute Morgen ganz früh joggen und ich bin bei, Achtung, 2 Grad mit kurzen Hosen draußen am Joggen gewesen. Und zwar im Stockfinsteren mit der Lampe auf dem Kopf. Und nein, ich war nicht alleine unterwegs. Du wirst jetzt vielleicht denken, wie kann sie denn alleine durch die Gegend laufen als Frau? Mein Marco, mein Mann, war neben mir. Und ja, in der Tat, bei 2 Grad mit kurzen Hosen ist am Anfang ziemlich tough. Aber wenn du dich dran gewöhnt hast, dann passiert etwas. Der Körper muss ja irgendwie dafür sorgen, dass die Körpertemperatur, und zwar innen drin, also dort, wo dein Herzchen ist, aufrecht erhalten wird. Und zwar optimal wären das so um die 37,5 Grad. Und weil, auf 37, erzähle ich dann 36,5 Grad. Ja, das schwankt übrigens bei jedem so ein bisschen mehr. Bei Frauen ist es meist ein bisschen weniger. Und wenn du eine Unterfunktion hast, in der Schilddrüse eben auch. Und bei einer Überfunktion ein bisschen höher. Also, das schwankt ein wenig, ja. Und der Körper muss ja durch dieses Kältetraining, weil außen kalt, muss er die Wärme in dir aufrechterhalten. Und dafür braucht er, Achtung, Energie. Und es ist in der Tat so, dass in dem Moment, wo du mit Kältetraining anfängst und eben nicht, weil du in irgendeine Kältekammer gehst, mal für, was weiß ich, 1 bis 2 oder 3 Minuten und dich mal schockfrieren lässt auf minus 110 Grad, sondern weil du das regelmäßig machst, wirst du definitiv mehr Energie verbrauchen. Das kann ich dir aus Erfahrung und eben aus der Erfahrung von meinen Kunden definitiv garantieren. Aber auch hier, dein Körper gewöhnt sich an alles. Und auch dieser Setpoint über den Hypothalamus, der gewöhnt sich auch dran. Und irgendwann reguliert er das wieder so, dass du eben nicht so viel Energie verbrätst, sondern dass der Körper das eben in Balance hält. Also, du merkst vielleicht an meiner Stimme, ich habe mir schon richtig beeilt, dir ein paar Punkte und Tipps mit auf den Weg zu geben. Und ich fasse es nochmal zusammen. Also, damit du in der Weihnachtszeit einfach in der Balance bleiben kannst und deinen wunderbaren Körper besser behandelst, ist das allererste, dass du aufhörst, dich zu vergleichen mit den Menschen, die es ohnehin, und zwar 3 Monate am Stück machen. Die fangen nämlich dann teilweise schon im Oktober an und die hören dann irgendwie Mitte Januar auf. Und wenn du keine Lust hast, dann 5 Kilo mehr auf den Rippen zu haben, wäre das großartig, wenn du dann diese Leckereien genießt ohne schlechtes Gewissen und dann eben 1 bis 2 Mal in der Woche, aber eben alles in Maßen. Kältetraining hilft dir, wenn du genügend Wasser zu dir nimmst und das trinkst und vor allen Dingen auch, wenn du, Achtung, dir diese Tage gönnst und zwar auch mal ohne Süßigkeiten, indem du mal diese besinnliche Zeit einfach aufsaugst und, naja, ich sag jetzt mal, diese positive, emotionale Zeit natürlich auch entspannt genießt, aber ohne, dass es immer sofort mit diesem Thema, ja, Fett, Zucker, Spekulatius, Kekse, fette Gans etc. pp. Zusammenhängt, beziehungsweise das Zeug dann eben isst, ja. Also, ich wünsche dir aber von ganzem Herzen diese großartige vorweihnachtliche Zeit. Ich liebe sie nämlich auch. Und egal für welchen Weg du dich entscheidest, ob du jetzt das Food Festival quasi startest und gehst in die kollektive Völlerei und entscheidest dich bewusst dafür, oder ob du das machst, so wie ich das auch mache, in der totalen Balance, weil dein Körper arbeitet ja auch jeden Tag für dich und der liebt dich und will jeden Tag, dass es dir gut geht. Und vielleicht denkst du mal darüber nach, dass du auch deinen Körper ein bisschen besser behandelst und ein bisschen mehr auch auf seine Balance achtest, eben auch in dieser Vorweihnachtszeit. Und wenn du Unterstützung brauchst, wenn du dir sagst, wow, ich will einfach irgendwie Unterstützung und du möchtest diese Tage auch ein bisschen dir gönnen, weil du Zeit hast, was zu lesen. Es gibt 2 großartige Online-Programme von mir. Ja, und da steckt unglaublich viel Liebe und Herzblut drin und ganz viel Erfahrung. Das ist einmal mein neues, ganz neues Online-Stress-Programm. Das schreibe ich dir hier unten in die Shownotes mit rein. Das bekommst du zu einem wirklich großartigen Preis, kostet normalerweise 250 Euro. Und du bekommst es für 120 Euro oder knapp 120 Euro wirklich zum Schnäppchenpreis. Und ich habe ein ganz großartiges Programm, das ist das 12-Wochen-Programm Gesund mit Plan. Und da ist dieses Thema Gesundheit eben auch ein ganz wichtiger Bestandteil, aber eben auch Fettstoffwechsel. Und du hast viele Übungen, Tools, du hast bei beiden Programmen Videos, geführte Meditationen. Also
Du spürst schon, da steckt ganz viel Herzblut dahinter. Und auch dieses Programm, dieses Online-Programm, das Gesund mit Plan, vielleicht hast du ja Lust, dir das zu erwerben. Du bekommst es für, Achtung, die Hälfte vom Preis, für nur 89,90 Euro. Und das sind so zwei kleine tolle Tools, die du ja dann eben für dich starten kannst in dieser vorweihnachtlichen Zeit oder in den Weihnachtsfeiertagen, wenn du ein bisschen mehr Luft hast, ein bisschen mehr Raum hast für dich. Vielleicht hast du frei und willst dann ganz gesund und vital eben in das neue Jahr starten. Ich wünsche dir von ganzem Herzen nur das Allerbeste. Ich würde mich richtig freuen, wenn du mich schriftlich bei iTunes bewertest. Schreib mir doch einfach, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Und es wäre ganz großartig, wenn du mir auch in den sozialen Medien folgst und ja, mich ein klein wenig an deinem Leben teilhaben lässt. So, und jetzt am Ende dieses Podcasts, der ein bisschen länger geworden ist als alle anderen, weil du merkst, es gibt ja viel zu erzählen zum Thema vorweihnachtliche Balance, ja, wünsche ich dir von Herzen eine richtig schöne, besinnliche Zeit mit ganz viel positiver Energie in deinem Herzen und vor allen Dingen genieße diese Zeit. Aber denk auch an deinen besten Freund, deinen Körper, denn der braucht auch ein bisschen Unterstützung und vor allen Dingen auch ein bisschen Liebe in dieser Zeit, denn der arbeitet ja auch unermüdlich für dich. Von Herzen alles Liebe für dich, deine Kerstin.